Wenn es um Kommunikation geht, dann darf ein Name natürlich nicht fehlen. Friedemann Schulz von Thun. In dieser Coaching-Einheit sprechen wir über eines der wichtigsten Kommunikationsmodelle, das auch mich nachhaltig geprägt hat. Was ist das Vier-Ohren-Modell? Schulz von Thun hat 1984 das Vier-Ohren-Modell erstmalig vorgestellt. Du kennst das Modell vielleicht auch unter vier Seiten einer Nachricht oder Kommunikationsquadrat. Es ist also ein und das gleiche Modell. Und es besagt, dass wir Menschen Nachrichten immer auf vier Ohren empfangen können. Und wahr ist nämlich nicht, was A sagt, sondern B versteht. Dieser Satz stammt von Paul Watzlawick. Du erinnerst dich bestimmt, wir haben beim Coaching über Sender-Empfänger auch darüber gesprochen. Warum ist das Vier-Ohren-Modell so wichtig? Die Aussage von Watzlawick, die beschreibt im Grunde schon perfekt, was das Vier-Ohren-Modell meint. Es soll nämlich veranschaulichen, dass in einer Kommunikation Missverständnisse auftreten können, die vielleicht vermeidbar wären, wenn sich A und B deutlicher ausdrücken und sowohl Sender als auch Empfänger etwas verständnisvoller im Verhalten der übermittelten Botschaften wären. Und wenn du das Vier-Ohren-Modell beachtest, dann vermeidest du Missverständnisse, die oft auch, dann weißt du selber, zum Streit führen. Und wenn du beruflich viel mit Kunden, mit Mitarbeitern, Kollegen, Freunden oder so sprichst, ist es also unerlässlich, dieses Modell nicht nur zu kennen, sondern es auch anzuwenden. Wie funktioniert das Vier-Ohren-Modell? Schulz von Thun beschreibt vier Ebenen, auf denen wir Nachrichten empfangen und auch senden. Das bedeutet also, im Prinzip gibt es nicht nur vier Ohren, sondern auch vier Münder, wenn du so willst. Und diese sind einmal die Sachinformation, also die reine Information, das, was du sagen möchtest, die Selbstkundgabe, was ich von mir preisgebe, die Beziehungsebene, was ich von dir halte oder wie ich zu dir stehe, oder die Appellebene, wozu ich dich animieren oder veranlassen möchte. Das bedeutet, wenn du etwas zu einer anderen Person sagst, dann sprichst du aus einem dieser Münder. Empfängt dein Gegenüber es aber nicht auf demselben Ohr, dann habt ihr ein Missverständnis. Es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Lass uns das doch mal etwas genauer anhand von ein paar Beispielen besprechen. Mal angenommen, du bist mit deinem Lieblingsmensch im Urlaub und ihr checkt gerade in euer Zimmer mit Meerblick ein. Die Sonne lacht draußen und es sind 35 Grad und du sagst so ein bisschen, weil du vielleicht von der Reise müde bist, so ein bisschen angestrengt, boah, ist das heiß hier. Sachinhalt ist hierbei lediglich die Information, also es ist heiß, völlig wertfrei. Selbstkundgabe ist, ich schwitze wie verrückt. Beziehungsebene könnte sein, sag mal, merkst du eigentlich, wie heiß das hier ist? Und Appell kann lauten, mach bitte schnell die Klimaanlage an. Je nachdem, wie deine Körpersprache und deine Betonung dabei ist, ne, ich habe das gerade ja auch so ein bisschen nachgemacht, kann dein Gegenüber diese Botschaft richtig entschlüsseln. Möchtest du aber hundertprozentig sicher sein, dass dich dein Gegenüber versteht, dann kannst du die Aussage auch klarer formulieren. Arbeite also vielleicht an deiner Formulierung. Zum Beispiel, mir ist mega heiß, kannst du bitte die Klimaanlage anschalten? Damit weiß dein Gegenüber ganz genau, was du gemeint hast. Ein anderes Beispiel, du bist aus dem Urlaub zurück, schade, schon vorbei, und am frühen Morgen kommst du im Büro an und gehst erstmal in die Küche, um dir einen schönen Kaffee zu holen. Deine Kollegin, die steht ebenfalls in der Küche und frühstückt gerade, leider ist die Kaffeekanne wieder mal leer. Und du sagst, schon wieder ist der Kaffee leer. Sachinhalt, es ist kein Kaffee mehr da, wertfrei. Selbstkundgabe, ich hatte mich auf einen Kaffee gefreut. Beziehungsebene, hast du nicht gesehen, dass es keinen Kaffee mehr gibt? Und Appell, koch du bitte mal neuen Kaffee. Auch hier macht der Ton die Musik und je nachdem, wie du das sagst, fängt deine Kollegin sofort an, sich zu rechtfertigen. Ja, ich habe den letzten Kaffee nicht genommen, das war so und so oder ähnliches. Und besser ist es auch hier, genau zu formulieren, was du meinst. Und ja, kein Kaffee am Morgen, das kann einem schon den Start in den Tag vermiesen. Kommt dann noch vielleicht ein Streitgespräch dazu, was vermeidbar wäre, dann ist dein Tag schon fast gelaufen. Denn auch hier ist es so, dass du besser eine andere Formulierung wählst.
damit du sicher gehen kannst, eben, dass dein Gesprächspartner dich auch versteht. Zum Beispiel, oh no, wieder kein Kaffee da und dabei habe ich mich so gefreut. Kannst du mir ganz kurz erklären, wie die Maschine funktioniert? Ich bin ja noch neu, ich weiß das nicht so genau. Aus meinen Erfahrungen heraus hören viele Menschen am besten auf dem Appellohr. Entweder rechtfertigen sie sich, weil sie sich angegriffen fühlen, oder sie erfüllen dir den Wunsch, der in deiner Aussage steckt. Wenn du zum Beispiel auf einer Party bist, wieder in der Küche meistens ja, weil man sich da oft trifft, und du sagst in die Runde rein, oh, mein Getränk ist leer, dann kommst du auch mit anderen Leuten ins Gespräch. Entweder jemand holt dir ein neues Getränk oder fühlt sich aufgefordert, mit dir eben dorthin zu gehen, wo es das gibt. Probier das ruhig mal aus. Wenn du ins Gespräch kommen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Und wenn dich doch mal jemand missversteht, dann lautet der richtige Satz, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich meinte das folgendermaßen. So vermeidest du Streit und machst dich zum Freund, denn nochmal, wahr ist nicht, was A sagt, sondern B versteht. Dieser Satz, da hast du mich wohl nicht verstanden, der stimmt also nicht. Besser ist es nochmal, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal, dein Uwe.